In diesem Video möchte ich verschiedene Methoden aufzeigen, einen fahrbaren Roboter mit elektrischer Energie zu versorgen. Beginnen möchte ich mit CuriosityPie, einem kleinen Rover, den ihr auf meinem Dachboden per Browser steuern könnt. Die zentrale Steuereinheit dieses Fahrzeugs ist ein Raspberry Pi. Die benötigte Eingangsspannung für diesen Einplatinencomputer beträgt 5 Volt. Die als Antriebs- und Steuereinheit verwendeten Servos können mit einer Spannung zwischen 4,8 und 6 Volt betrieben werden. Somit genügt eine Spannung von 5 Volt, um alle Komponenten mit elektrischer Energie versorgen zu können. Ist der Einsatzbereich des Roboters auf einen vorgegebenen Raum beschränkt, so kann dieser mit einem externen Spannungsteil über ein entsprechend langes Kabel verbunden werden. Als Spannungsquelle dient ein altes Computernetzteil. Damit der Roboter sich nicht in seinem eigenen Kabel verheddert, ist dieses an der Decke befestigt. Eine Anti-Verdrill-Vorrichtung sorgt dafür, dass der Roboter auch ständig in einer Richtung im Kreis fahren kann, ohne dass das Kabel auf Dauer beschädigt wird. Zwei voneinander elektrisch isolierte Schleifkontakte für Masse und positive Versorgungsspannung sind notwendig. Das Messingröhrchen mit dem Massepotential verläuft im Innern des oberen Schleifrings aus Kupfer, elektrisch isoliert durch einen Streifen Klebeband. Sind die Leitungen zwischen Netzteil und Roboter sehr lang, so kommt es zu einem messbaren Spannungsabfall. Während am Computernetzteil 5,07 Volt gemessen werden, sind es direkt am Roboter bei eingeschaltetem Raspberry Pi, aber ohne aktive Servos, nur noch 4,79 Volt. Werden die Servos beim Fahren eingeschaltet, kann die Spannung am Raspberry Pi auf so niedrige Werte fallen, dass der Computer abschaltet. Verringert wird der Spannungsabfall durch Verwendung von Stromleitungen mit größerem Querschnitt. Jetzt beträgt der Spannungsabfall längs der Stromleitung nur noch 0,15 Volt, obwohl die Kabellänge ein Vielfaches der dünnen Leitungen von zuvor beträgt. Dickere Leitungen sind allerdings deutlich weniger flexibel, was die Beweglichkeit des Roboters einschränkt. Der Spannungsabfall an den dünnen Leitungen kann ausgeglichen werden, indem eine höhere Spannung am Eingang angeschlossen wird. Hier wird die plus 12 Volt Leitung des Computernetzteils verwendet. Diese hohe Spannung würde allerdings den Raspberry Pi als auch die Servos umgehend zerstören. Zwischen Stromabnehmer und Elektronik muss also ein 5 Volt Festspannungsregler geschaltet werden. Da dieser Linearregler im Betrieb etwa 3 Watt an elektrischer Leistung in Wärme umwandelt, darf ein großer Kühlkörper nicht vergessen werden. Hier wird ein zweiter Linearregler mit kleinerem Kühlkörper für die Servos verwendet. Zwei Dioden dienen als Schutz vor falscher Polung der Zuleitung. Somit kann CuriosityPie mit relativ dünnen, flexiblen Leitungen mit elektrischer Energie versorgt werden und den ihm zugewiesenen Raum erforschen. Hier seht ihr meinen ersten selbstgebauten Rover, der seit Juni 2011 seine Runden im Robospatium zieht. Dessen Zentralgehirn ist ein EduBook, das eine Eingangsspannung von 12 Volt benötigt. Die Servos und die an den USB-Port angeschlossene Elektronik dürfen aber nur mit 5 Volt versorgt werden, es werden also zwei unterschiedliche Spannungen benötigt. Der Stromabnehmer verfügt daher über drei Kontaktringe. Nummer 1 für plus 5 Volt, Nummer 2 für plus 12 Volt und Nummer 3 für Masse. Da dieser Rover deutlich größer und kraftvoller motorisiert ist, können Zuleitungen mit ausreichendem Durchmesser gewählt werden, es sind keine Linearregler am Stromabnehmer nötig. Eine weitere Möglichkeit zur Versorgung mobiler Roboter mit elektrischer Energie ist die Verwendung von Akkumulatoren. Erneut wird ein Roboter mit einem Raspberry Pi gezeigt, in diesem Fall mit 4 Rädern. Verwendet werden 5 Nickel-Metallhydrid-Akkus mit einer Nennspannung von je 1,2 Volt und 2,1 Amperestunden Kapazität.
5 mal 1,2 Volt entsprechen einer Gesamtspannung von 6 Volt. Sind die Akkus frisch geladen, so kann die Gesamtspannung auf über 7 Volt ansteigen. Zwischen Akkupack und Elektronik muss erneut ein 5 Volt Festspannungsregler geschaltet werden. Da das Gesamtsystem im Betrieb einen Strom zwischen 400 mA und 1 Ampere zieht, reicht eine Ladung für eine Betriebsdauer von etwa 2 Stunden. Wird wie hier ein Linearregler verwendet, so müssen für den Raspberry Pi und dessen Peripherie etwa 0,8 Watt in Wärme umgewandelt werden, das geht gerade noch so ohne Kühlkörper, da die Servos nicht über den Linearregler angeschlossen sind. Soll der Roboter 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche laufen, so kann die Spannungsversorgung über Stromschienen erfolgen. Auf dieser Platte sind 12 mm breite Metallstreifen im Abstand von 40 mm angebracht. Streifen mit Massepotential und plus 8,5 Volt wechseln sich dabei ab. Da die Polung am Eingang der Fahrzeugelektronik immer die gleiche sein muss, kommt eine besondere Anordnung aus Gleichrichtern und Schleifkontakten zur Anwendung. Benötigt werden mindestens 5 auf einem Kreis angeordnete, in diesem Fall runde, Schleifkontakte und 10 Dioden. Wird diese Anordnung über die Platte gezogen, so sind immer mindestens 2 der Kontakte mit unterschiedlichen Metallstreifen verbunden. Über die Gleichrichterdioden liegt am Eingang der Elektronik immer Spannung mit gleicher Polung an, so wie es sein soll. In der Animation befindet sich der Pluspol links und der Minuspol rechts der Last. Metallstreifen und Schleifkontakte müssen bestimmte Forderungen erfüllen. Die Lücke zwischen zwei Metallstreifen muss geringfügig größer sein als der Durchmesser der Schleifkontakte, da ansonsten ein Kurzschluss zwischen den Metallstreifen geschaffen würde. Die Metallstreifen müssen so breit sein, dass diese die Lücke zwischen zwei Schleifkontakten überbrücken können. Der aus den Kontakten gebildete Kreis muss so groß sein, dass dieser insgesamt 3 Streifen gleichzeitig berühren kann. Anstelle massiver Metallstreifen können auch je 2 dünne Leitungen auf der Bodenplatte angebracht werden, deren Abstand der Breite des Streifens entspricht. Noch unauffälliger, aber aufwendiger in der Anfertigung sind einzelne Kontaktpunkte, die auf der Rückseite der Bodenplatte elektrisch leitend verbunden sind. Weil einfach anzubringen, verwende ich hier gelochte Metallstreifen, die mit Metallklammern auf der Bodenplatte festgetackert sind. Werden mehr als 5 Schleifkontakte verwendet, so kann der Abstand zwischen den Metallstreifen auf der Platte vergrößert werden. Damit ist eine niedrigere Fertigungstoleranz beim Bestücken der Bodenplatte mit Metallstreifen ausreichend. 6 Schleifkontakte sind hier mit insgesamt 12 Dioden verbunden und sorgen somit für eine theoretisch ununterbrochene Spannung konstanter Polung am Eingang der Elektronik. An den Stromschienen, vor allem aber an den Gleichrichterdioden, fällt eine Spannung von immerhin 1,83 Volt ab. In die Stromschienen muss also eine deutlich höhere Spannung eingespeist werden, als von dem Roboter benötigt wird. Wie bereits gezeigt, befindet sich ein 5 Volt Festspannungsregler in dem Roboter. Mit dem Durchgangsprüfer ist zu hören, dass in der Praxis kein ständiger Kontakt zu den Stromschienen besteht, da die Oberflächen der Metallstreifen und Schleifkontakte nicht ideal glatt und sauber sind. Ein Computer reagiert auf derartige Unterbrechungen jedoch empfindlich, eine bessere Lösung muss her. Als Zwischenspeicher für elektrische Energie können entweder große Kondensatoren oder wie hier Akkumulatoren verwendet werden. Ist die elektrisch leitende Verbindung zu den Stromschienen kurzzeitig unterbrochen, so wird der Roboter aus den Akkus mit elektrischer Energie versorgt und diese werden entladen.
Ist über die Stromschienen die Verbindung zur externen Spannungsversorgung wiederhergestellt, wird der Roboter hierüber versorgt und die Akkus werden wieder geladen. Das wird durch das Leuchten der grünen LED angezeigt. Es ist eine entsprechende Ladeelektronik nötig, um die Akkus im Dauerbetrieb nicht zu überladen. Der Aufwand ist nicht gerade gering, aber mit diesem System kann der Roboter 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche betrieben werden. Vorteilhaft ist außerdem, dass kein Kabel im Weg ist, womit der Roboter auch durch Unterführungen und Tore fahren kann. Mehr zu Sinn und Zweck dieses Roboters und wie ihr ein derartiges Fahrzeug nachbauen könnt, wird in folgenden Videos und natürlich auf der Projektseite gezeigt. Auch eine weitere Methode zur Energieversorgung mobiler Roboter wird behandelt werden: Solarzellen. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!